haben gesehen, dass wir schwer in dieses Spiel reingekommen sind. Wir haben nach der langen Pause, die wir hatten, sicherlich das ein oder andere Problem gehabt am Anfang, aber eigentlich waren wir uns sicher, dass wir diese Mannschaft schlagen können. Wir haben dann mehrere Sachen probiert, einiges umgestellt, aber es hat sich bewahrheitet, was ich gesagt habe. Bissendorf ist deckungsmäßig nicht gut. Das hat man gesehen, wir haben einige Spieler, die überhaupt gar nicht decken können. Dazwischen mit denen sind Bauschi und Maurice Nolte doch relativ viel Karussell gefahren. Dafür spielen sie einen sehr soliden Angriff mit sehr reingespielten Abläufen. Aber man hat letztendlich gesehen, dass wir hier heute mehr Physis anzubieten hatten. Ja, Bissendorf war geplagt von zahlreichen Krämpfen, konnte unser Tempo nicht aushalten. Und deswegen haben wir hier am Ende mit 2 Toren gewonnen. Das hätten auch 5 oder 6 sein können, aber gewonnen ist gewonnen. Darum ging es heute, dieses Spiel zu gewinnen nach dieser langen Pause. Ich denke, man hat gesehen, dass Basti Weiß sicherlich eine gute Investition war, den hier zu uns zu verpflichten. Wir haben, glaube ich, auf beiden Außenpositionen zusammen 2 Fehlwürfe. Einen von Phil und einen von Basti. Ansonsten haben die alles reingeschmissen, was man ihnen zugespielt hat, aus allen Winkeln, völlig egal. Und das war sicherlich auch ein Garant, den wir heute hatten. Wir haben sicherlich Bedarf an der Torwartposition, das hat man heute gesehen, die hat nicht funktioniert. Da war, ja, keine Ahnung, wenn wir 3 gehaltene Bälle heute hatten, dann war das viel. Und da ist sicherlich der Punkt, wo wir jetzt in den nächsten Tagen uns verbessern müssen und wo wir auch nachlegen müssen. Nichtsdestotrotz fahren wir positiv nach Fredenbeck und werden dort alles dran setzen, in die 3. Liga aufzusteigen. Ja, Fazit zum Spiel ist relativ einfach. Wir sind relativ gut reingekommen gegen eine griffige Heidorner Mannschaft. Das war uns klar, was uns mit der 5-1 erwartet. Das haben wir am Anfang gut gelöst. Sind dann irgendwann so ein bisschen ins Trudeln geraten, aber haben nie irgendwie die Ruhe verloren bei dem Ganzen. Und letztendlich war das ein Spiel, denke ich, auf Augenhöhe. Wir haben 2, 3 Fehler gemacht, haben vorne manchmal zu überhastet abgeschlossen und meines Erachtens dann zu wenig Torhüterleistung heute auch gehabt, um das Spiel letztendlich zu gewinnen, was sicherlich unser Ziel war. Denn trotz der Möglichkeit, dass wir auch das Ding hier mit 7 verlieren können, um aufzusteigen, war unser Ziel hier definitiv was mitzunehmen. Das ist unser Anspruch und wir fahren uns hin, um Ergebnis zu verwalten. Das haben wir nicht gemacht. Von daher war alles gut heute.